Hier ist gartenvideo.com. Mein Name ist Markus Kobelt. Vor der Kamera zusammen mit Sabine Reber, hinter der Kamera Falco Berg. Sabine Reber, wer bist du und was machst du? Ja, ich schreibe Gartenbücher und ich mache Gärten und ich schreibe Gartenbücher und Gartenkolumnen. Wie kommt man dazu, über Garten zu schreiben? Das hat sich so ergeben. Also erst habe ich Romane geschrieben und habe auch für Zeitungen gearbeitet und das ist jetzt über die Jahre halt zu meinem Spezialthema geworden. Also inzwischen schreibe ich mehr Gartenbücher als Romane und es macht mir immer noch beides Spaß, aber die Gartenbücher sind halt viel größer geworden. Da fehlt jetzt nur noch der Gartenroman oder der Krimi über den Bock, der zum Gärtner gemacht wurde. Den Gartenroman habe ich ja geschrieben, das ist Meine Gärten zum Glück, den gibt es schon. Okay, ja. Den gibt es schon. Ja, und Gärtnern und Lesen gehört ja auch zusammen, weil man ja so die Idee hat vom gemütlich im Liegestuhl sitzen und ein Buch lesen, also das gehört ja eigentlich zusammen. Gärtnerst du so gemütlich? Na, ich selber nicht, aber man hat so dieses Bild halt vom Garten genießen und dann gehört ein gutes Buch dazu und auch Gärten und Gartenbücher, das ist eigentlich eins für mich. Das ist, also ich mache schon verschiedene Sachen, aber es geht eigentlich immer ums Gleiche. Auch, ja, es geht darum, eine Idee umzusetzen, man hat irgendwas im Kopf und dann möchte man das umsetzen. Wie entsteht so ein Gartenbuch? Mal theoretisch, also ist das zuerst eine Idee, ist das ein Auftrag von einem Verlag oder wie entsteht so etwas? Ja, also zuerst ist immer die Idee, wo ich dachte, auch jetzt bei Gärtnern die neue Freiheit, wo ich dachte, ja, in der Schweiz ist ja alles sehr ordentlich, in Deutschland auch, wo ich dachte, nee, man müsste das alles ein bisschen wilder machen. Ich hätte das gern alles wilder und dann haben wir angefangen, die Gartenregeln in Frage zu stellen und so ist das dann langsam entstanden. Also über 3 Jahre haben wir da ausprobiert, fotografiert und ja, am Ende eigentlich kommt dann erst das Schreiben, wenn das alles schon sehr klar ist. Also was wollen wir eigentlich erzählen? Und wenn das alles klar ist, und dann guckt man auch mit dem Verlag natürlich, wie das Konzept entsteht, eben der Titel und alles. Und so, ja, über die Jahre wird das dann so zusammengesetzt. Ein Garten ist irgendwann voll, ist irgendwann, und du hast irgendwann selber gesagt, wenn man einen Garten macht und der ist dann fertig, dann ist man vielleicht selber fast ein bisschen leer, weil es ist fertig. Sind die Gartenbücher irgendwann geschrieben oder geht das immer weiter? Ja, natürlich, ein Buch ist dann irgendwann fertig, also es hat auch mit der Seitenzahl zu tun, natürlich irgendwann ist es dann genug und dann sagt man, gut, da hat man noch viel mehr Ideen, sagen, nee, das ist dann schon eigentlich das nächste Buch. Also da ist dann auch der Verlag wichtig, die dann sagen, nee, jetzt ist gut, so, das ist jetzt das Thema und lass das mal, das machen wir dann als nächstes Buch. Also da muss man dann auch gucken, wo der Anfang und das Ende ist und wo das nächste anfängt. Das ist, ja, das muss man definieren natürlich. Du hast uns heute, als wir gekommen sind, deine neue Visitenkarte gegeben. Hier sieht man sie. Was ist die Geschichte mit dieser Visitenkarte? Wie geht man mit dieser Visitenkarte um, Sabine? Das war auch so eine Idee, das ist ein Papier, wo Wildblumen drin sind, weil heute die Leute ja mit diesem App immer die Visitenkarten einscannen und die wegschmeißen. Und da habe ich mir gedacht, wir machen eine Karte, die kann man einfach wegschmeißen und die wächst dann. Also man reißt die dann in Fettchen und sät die und dann wachsen Wildblumen da. Bei Sabine Rebe wird alles zu Garten.